Wir laden Sie auf die Konsumente ein, vom 26. Oktober bis zum 30. Oktober, 5 Tage diesmal. Und wir haben hier die höhenverstellbare Küche, die höhenverstellbare Küche, die höhenverstellbare Küche und haben außerdem zu Gast einmal auf dem Teller mit Hansi Heberlein und die Wirtin mit Werden mit Stefan Rottner. Was macht ihr auf der Messe? Wir verarbeiten tolle frische Lebensmittel von unseren heimischen Bauern zum Beispiel. Das wird bestimmt ganz spannend. Super. Heimat auf dem Teller an jedem Tag, an allen 5 Tagen jeweils um 15 Uhr. Wirtin mit Werden um 12 Uhr. Stefan. Ja, wir kochen, wie gesagt, am Mittwoch, glaube ich, fangen wir an, von 12 bis 15 Uhr oder 14 Uhr. Es wird immer mal ein bisschen länger, weil es... Ihr seid etwa zwei. Und vor allem, was lustig ist, wir sind zu zweit. Ich habe gerade eine Aufnahme gesehen von vor 13 Jahren, da war ich alleine mit dem Herwig. Jetzt eine Neuerung, jetzt kommt der Junior mit dazu, der Valentin. Was toll ist, ist, dass der Valentin mit dieser höhenverstellbaren Küche sicher gut umgehen kann, weil ich brauche es ein bisschen höher, der Valentin ein bisschen niedriger. Das heißt aber nicht, dass wir auf niedrigem oder auf höherem Niveau kommen, sondern wir kommen auf gleichem Niveau und das sehr schmackhaft. Freuen Sie sich drauf. Bei uns, unsere Zielsetzung ist auf jeden Fall die, dass wir gemeinsam mit Heimat auf dem Teller diese Produkte verarbeiten und wir wollen es so verarbeiten, dass das für den Zuschauer einfach nachzukommen ist. Das heißt, wir machen die Produkte und essen auch gemeinsam die Produkte. Und das wird auf jeden Fall eine schöne Zeit gemeinsam auf dem Teller. Also, bitte mit Werden. Am Mittwoch fangen wir an mit Stefan und Valentin Rottner vom Gasthaus Rottner. Am Donnerstag kommt Sebastian Kunkel von den Zirbestuben. Am Freitag Diana Bürkel vom Wirtshaus. Am Samstag kommt der Christian Bonka. Und am Sonntag Till Heinz vom Esbrand. Jawohl. Am Mittwoch geht's los. Heimat auf dem Teller, repräsentiert vom Degenberger Hofstädter, die ausgesprochen konsequent Heimat auf dem Teller betreiben. Die kochen nämlich nur mit Produkten von Heimat auf dem Teller. Am Donnerstag kommt der Norbert Meister vom Stillen Bächlein in Egensbach, in Offenhausen. Am Freitag der Thomas Schwab, der bringt seine Weideschweine mit. Das heißt schon, Teile davon. Und Samstag wird spannend, kommt der Peter Bauer und der hat die Miniköche dabei. Und da können wir natürlich ganz besonders schön die Küche rauf und runter fahren. Und der Sonntag ist dann natürlich der Ruhepunkt mit Hansi Heberlein vom Alten Schloss in Kledorf. Juhu! Genau.